die Unterschwungbewegung zu erlernen. Das haben wir uns heute vorgenommen. Zunächst einmal die Basisbewegung am Reck. Dabei läuft man unter der Reckstange durch, achtet darauf, dass die Arme in den Ellbogen gestreckt bleiben und die Bewegung in einer schönen Bogenspannung endet. Der nächste Schritt besteht darin, die Matten ein wenig auseinanderzuziehen und den dabei entstehenden Zwischenraum mit einem kleinen Hopser zu überwinden. Nun sollte man darauf achten, ein Bein, das sogenannte Schwungbein, etwas aktiver nach vorne oben zu werfen. Als optische Hilfe kann der Übungsleiter einen Turnstab einsetzen. Der Turnstab sollte zu Beginn etwa in halber Reckstangenhöhe gehalten werden und auch etwa genauso weit weg von den Reckstangen. Mit dem Turnstab kann man außerdem schön die Qualität der Bewegung steuern, indem man ihn langsam immer höher hinaufhebt. Man sollte allerdings darauf achten, den Turnstab nicht zu nahe an die Reckstange heranzubringen, da sonst die Gefahr besteht, dass der Übende die Arme beugt und mit dem Kopf zu nahe an die Reckstange kommt. Die nächste Schwierigkeitssteigerung wäre es, die gleiche Übung mit einem beidbeinigen Absprung zu versuchen. Und zum Abschluss zeigen wir euch eine wundervolle parkourähnliche Anwendung dieser Unterschwungbewegung an den Stufenbahnen.